Unser Slogan lautet Mama Lauda. Und Lauda steht für den Linked Open Usable Data Automat. Die User Stories, die wir für die Grundlage unseres Prototyps genommen haben, sind Typhoon, ein 55 Jahre alter Lehrer, und Annalena, eine 27 Jahre alte Studentin, die ihre Abschlussarbeit schreibt. Das Besondere bei unserem Prototypen ist, dass die Metadaten aus verschiedenen Datensilos automatisch miteinander verknüpft werden. Das bedeutet, dass ich meine Informationen nicht nur aus meiner eigenen Oberfläche beziehen kann, sondern automatisch aus ganz, ganz vielen anderen datenhaltenden Systemen verknüpft werden und ich die dort auch mit in meine Recherchen einbeziehen kann. Jedes Objekt hält verschiedene Informationen, verschiedene Metadaten, Ort, Zeit, Farbe, Technik etc. Diese Metadaten kann ich in Beziehung setzen zu anderen Objekten und Informationen in meinem eigenen Sammlungsportal. Und das Besondere bei unserem Prototypen ist, dass ich diese Metadaten nicht nur mit meinen eigenen Daten in Verbindung setzen kann, sondern sie automatisch mit anderen Sammlungsportalen und anderen Datensilos in Verbindung gesetzt werden, ohne dass es ein menschliches Zutun geben muss, der sagt, guck mal, dort ist etwas anderes und diese Informationen sind miteinander verknüpft. Das ist ein Auto-Discovery. Wir haben hier eine Schnupftabakdose, Snuff, und diese Schnupftabakdose hat eine Person, die diese Tabakdose gesammelt hat. Und in anderen Datenbanken gibt es ebenfalls Objekte von dieser Person und ich kann jetzt andere Schnupftabakdosen der gleichen Person aus anderen Einrichtungen finden. Das Besondere an unserem Prototypen und der Mehrwert für die gesamte Wissenschaft ist, dass es einen solchen Standard heute noch nicht gibt, der automatischen Verlinkung, und dass sie ganz neue Felder eröffnen würde für die Recherche.